Herzlich willkommen zu Star Trek Online. Ich habe festgestellt, dass ich langsam keine Nukara-Marken mehr habe, konnte aber keine Tolianer finden. Dann habe ich mal geschaut, wo man sonst noch Nukara-Marken bekommen kann. Ja, auf Nukara, im Nukara-System natürlich, da war ich auch schon mal kurz. Und ja, das ist hier im Donato-Sektor und wir sind schon im Orbit. Und dann betreten wir das mal. Das ist dieser Ort mit dieser lebensfeindlichen Umgebung, wo uns geraten worden ist, einen Schutzanzug anzuziehen. Und wir haben ja jetzt zum Glück einen verbesserten Schutzanzug, so dass der gleichzeitig auch Resistenzen gibt. Und die werden wir jetzt hier mit Sicherheit brauchen. Hier heißt Nukara Prime ist eine Welt der Dämonen. Was ist das? BR. Die Oberflächentemperatur kann 500 Grad Kelvin überschreiten. Die Atmosphäre, wenn sie denn als solche bezeichnet werden kann, ist volle Schwefel und thermionische Strahlung. Und die Zwischenraumspalten haben einen nun ja äußerst bedenklichen Effekt auf den menschlichen Körper. Ohne Raumanzug werden sie schmelzen, insofern sie nicht bereits der Strahlung zum Opfer gefallen sind oder an den Schwefel erstickt sind. Selbst hier unten in den Höhlen brauchen sie einen Schutz. Tragen sie ihren Raumanzug, ansonsten werde ich jemanden schicken müssen, um ihre Leiche einzusammeln. Am ehrlichsten würde ich mir diese Arbeit eher besparen. Ja, es ist, sie müssen einen Raumanzug tragen. Okay, machen wir. Ist ja nicht so, dass wir keinen hätten. Wir haben sogar einen ziemlich guten inzwischen. Moment. So, dann schauen wir mal, was es hier zu tun gibt. Ich nehme mal an, das ist wie auf Neuromolus, dass es hier Quests gibt, für die man Nukara-Marken bekommt. Mit Basislager-Commander sprechen. Wir brauchen Ihre Hilfe bei den folgenden Angelegenheiten. Wir fangen mal leicht an mit einer Industriespionage. Die Tolianer behalten detaillierte Berichte von ihren Sensorenmessungen der Zwischen Spalter. Wir haben die Theorie aufgestellt, dass die Energie dieser Spalte dieselbe ist, mit der die Ikonianer ihre Tore erzeugen. Wenn dies wahr ist, dann ist es verständlich, dass die Tolianer diese Spalte für ihre eigenen Zwecke nutzen wollen. Sammeln Sie Berichte von den Tolianern in der Nähe der Vorposten Alpha ein. Das wird wahrscheinlich heißen, wir müssen Tolianer. Hey, da schau mal hin. Gepanzerter Raum. Ja, unserer ist zwar besser. Aber es spricht ja nichts dagegen, noch einen für meine Mannschaft zu behalten, falls ich hier auch mit Team arbeiten kann. Schaut zwar momentan nicht danach aus, aber egal. Kleinen Moment. Okay, ich bin gerade leicht abgelenkt, weil ich an meinem alten Computer ein bisschen was einrichte. Da ist noch Windows XP drauf, was. Aber jetzt den richte ich für einen Freund her, der überhaupt, dem sein Computer kaputt gegangen ist und der sich keinen Computer leisten kann momentan. Und für den richte ich den her. Und den kann er so lange haben. Wo muss ich denn überhaupt hin? Gibt es irgendwo ein Ziel? Ich versuche es mal erst durch den Zugang hier. Vielleicht sollte ich mal die Waffe wechseln. Was hat denn der Sicherheitsoffizier uns zu sagen? Admiral, wir haben etwas gefunden. Wir haben ein Höhlensystem mit einer versteckten tolianischen Basis entdeckt. Wir brauchen Ihre Hilfe beim Erkunden des Gebiets und der Berichterstattung. Sensoren sind hier aufgrund der Strahlung nutzlos. Wenn wir herausfinden wollen, was die Tolianer hier treiben müssen, werden wir gegen die Basis werfen. Na gut, das machen wir. Ich gehe mal da rein, wenn das geht, Höhlensystem erkunden. Und hoffe, dass das irgendwie zielführend ist. Innere Expeditionsleiter, was hast du denn? Innenvertraglich. Okay, das scheint wieder was anderes zu sein.
denke ich, bin ich hier falsch? Also das hier ist wirklich neu für mich. Ich habe das hier noch nicht gemacht. War hier nochmal kurz einen Blick reinwerfen und bin dann gleich wieder raus, weil mir das nicht geheuer war. Wie weit werde ich dann gewesen sein? Level 20 oder was? Und da habe ich gedacht, nö, also was immer da ist, damit lege ich mich erstmal nicht an. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich fange mal mit Alpha an, weil es grün ist und vielleicht, naja, werden wir sehen. Gut, dann schauen wir uns hier mal um. Also ich finde ja, dieses Menü sollte nicht mitten im Bildschirm haben. Das ist ein bisschen... Okay, das ist wahrscheinlich wieder die Bedienkonsole. Gut, dann schaue ich mal, ob ich mit einem einzelnen fertig werde. Jo, schaut gut aus. Habe ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, das wird was Größeres. Aber das heißt ja nicht, dass das so bleibt, ne? Und ich... Hey, was droppen denn die? Gegenstand nehmen. Ist das das Gesuchte? Wissenschaftlicher Bericht. Jawohl, ich bin... auf der richtigen Spur. Oh Gott, 2 von 30. Das kann was werden. Was ist denn das Lustiges? Irgendeine Tolianer-Einrichtung. Gut, da sind noch andere menschliche Mitspieler. Also die Umgebung, die ist ja echt schick gemacht, muss ich sagen. Also, ja, ist ja klar, das ist eine... leichte Mission, da wäre es ja ein bisschen seltsam. Ich habe jetzt übrigens ein Scharfschützengewehr, das habe ich mir heute verdient. Mit Ruf-Quests, weiß ich gerade nicht. Ist glaube ich ein romulanisches, ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Das hier. Romulanisches Plasma-Scharfschützengewehr MK-13. Schildladung und einen tolianischen wissenschaftlichen Bericht. Ich muss 30 sammeln, ha? Huh? Okay, das kann ein bisschen dauern. Ich werde das aber trotzdem onscreen machen, also keine Pause-Taste benutzen. Weil, wie gesagt, das hier ist völlig neu für mich. Und für euch möglicherweise auch, keine Ahnung. Und dann möchte ich euch die ersten Eindrücke nicht entgehen lassen. Na? Ich nehme an, auf Stufe leicht kann man nicht so leicht sterben. Also, muss man sich schon dumm anstellen, meine ich. Wie viel habe ich jetzt? 9 von 30. Eigentlich brauche ich nur hier in der Gegend rumgurken. Und mich gar nicht so weit vom Eingang wegbewegen.
Ja, ich werde von hinten angegriffen, ich habe es verstanden. Gegenstand nehmen. Wieder ein Bericht mehr, meine Güte. Ich frage mich gerade, woher die Etolianisch können. Das sind irgendwie insektoide Lebensformen. Und ja, sprechen entsprechend seltsam. Ich habe keine Ahnung, wie das möglich sein soll, so eine Sprache zu entziffern. Ich mag Scharfschützengewehre, weil die haben so einen schönen kritischen Treffer. Dauert zwar lang das Ziel, aber wenn er dann trifft, trifft er gescheit. Ist normalerweise als erster Angriff gescheiter als... Ich habe das jetzt völlig falsch eingesetzt. Aber jetzt machen wir es richtig. Erster Angriff Scharfschützengewehr und dann ist er schon mal... Schön, dass da jeder eins droppt. Die Hälfte Hammer. Ah, schon wieder falsch angefangen. Okay, dann eine Granate vielleicht auch werfen. Ja, also ich denke, hier muss man sich wirklich verdammt blöd anstellen, um da abzukappen. Oder sau schlecht ausgerüstet sein. Ich nehme an, dass mir mein verbesserter Anzug einiges erspart. Eine Kiste, was ist denn das? Ach, ich habe übrigens neulich mal aus Neugier eine Kiste aufgemacht. Weil zurzeit auch die Schlüssel im Sonderangebot sind. Und ich euch das mal ganz kurz zeigen kann. Hier bei Gegenstände kann man sehen, dass die Schlüssel zurzeit 106 kosten und nicht 160 wie sonst oder was es sonst kostet, keine Ahnung. Und da habe ich gedacht, ja gut, da machen wir das halt mal. Es waren drei Dienstoffiziere drin, einer davon grün oder waren es sogar vier. Und die Dinger da, diese sieben Logikristalle, das war's im Wesentlichen. Also jetzt nicht gerade. Nicht gerade umwerfend, aber die Dienstoffiziere waren eigentlich ganz nett, weil das alles Shuttle-Dienstoffiziere waren. Und ich glaube nicht, dass ich schon solche hatte. Also von dem her war es kein Fehler. Also mit irgendeiner Shuttle. Alle hatten so eine Shuttle-Fähigkeit. Und die werden bestimmt, die Bedeutung von denen wird bestimmt irgendwann mal klar werden. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal selber Shuttles. So, noch 11. Okay. Wieder eins. Und noch eine Kiste. Mal gucken, was das wieder ist. Eine verschlossene Kiste der Boot. Keine Ahnung, noch nie gehört. Sagt mir gar nichts und ich habe eigentlich so ziemlich alle Star Trek-Folgen gesehen. Aber gut, da klingt es bei mir überhaupt nicht. Ja. Versteckt sich da hinter dem Kristallhimmel. Sowas.
frage mich nur, diese Tolianer, wenn die unter so extremen Bedingungen nach Hause, warum die so versessen drauf sind, Humanoide zu versklaven. Wir haben es ja in dieser einen Zeitreise gemessen gesehen, da haben die sogar eine Raumstation entworfen mit humanoider Atmosphäre, die für sie eigentlich giftig ist. So, gleich haben wir es. Du mich auch. Also da bin ich ja wirklich dankbar, dass ich einen gescheiten Schutzanzug habe. Ansonsten wäre es hier vielleicht doch ungemütlicher. Vier Stück. Der hat scheinbar eine Tolianer-Waffe, weil wir haben ja auch so Phaser mit einem Schuss, mit so einem roten Schuss, wie der den hat, und die machen mehr Schaden bei Tolianern. Ich frag mich gerade, ob wir beide die Bedingungen sind, oder nur ich, oder er, oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind meine Waffen wirksam, das ist wichtig. Weil ich habe ja schon befürchtet, hier werde ich total eingeseift. Ich muss dann wohl in die Richtung, ich glaube, ich gehe schon mal langsam dahin. Gut, das war nix. Der ist in die Wand reingepackt oder was war das, oder war der unsichtbar? Große Schildladung. Ich habe übrigens noch einmal 10 von diesen remanischen Verstärkungen da hergestellt. War nicht billig, 1250 Dilithium, aber die sind es wert. Die haben uns ja gestern einige Probleme erspart. So, Mark und Kara, also ich habe jetzt hier, das ist erfreulich. Karamaken bekommt man, deswegen war ich ja eigentlich hier. Und warte mal, ich muss wohl Richtung Kubi Quest. Hallo, wo ist denn der Ausgang? Ich könnte mich wahrscheinlich auch rausbeamen oder so. Aber das mache ich jetzt nicht. Gut, da gibt es jetzt natürlich keine Belohnung mehr, oder jedenfalls nicht mehr so viele. Vielleicht mal eine Schildladung oder sowas, aber die Quest ist ja erfüllt. Ich glaube, ich bin mich doch einfach. Geht ja gar nicht. Komisch. Ach, Alarmzustand drum. Ich darf mich nicht im Kampf befinden. Dann beam ich mich eben raus. Auch eine Lösung. Bevor ich da lang rumeier.
Ja, und dann gehen wir wieder aufs Nukara-System. Aber ich habe ja meine Belohnung schon behalten, schon erhalten. Nämlich, ja, 70 Nukara-Marken und die Lithium 360. Juhu, und wieder eine Lithium-Quelle entdeckt. Das haben wir schon gelesen. Hey, was ist das für ein Kopfschmuck? Ist das eine Orionerin? Schaut ja gruselig aus. So, was haben wir denn noch zur Auswahl? Ich habe ja noch ein paar Minuten Aufnahmezeit. Industriespionage hat man gehabt. Forschungssabotage. Die Toleraner untersuchen die Zwischenspalte mit Scanner und lernen dabei, sie zu kontrollieren. Wenn wir die Ausrüstung zerstören, können wir ihren Fortschritt bremsen. Das wird uns mehr Zeit verschaffen, herauszufinden, ob diese Spalte zu gefährlicher Verwendung zu gefährlich zu verwenden sind. Zerstören Sie tolianische Scanner-System in der Nähe von Focus und Alpha. Das waren wahrscheinlich diese komischen Dinger, die wir stehen gesehen haben. Ja, das mache ich doch jetzt. Was gibt es da als Belohnung? Ein Fallschirm. Das müsste. Achso. Was? Achso, aktuell ist jetzt. Ich blicke gerade nicht. Moment. Schallwellen, Antiprotonen, Automatikgewehr. Und ich glaube, Schallwellen, das war das, was. Ja, genau. 7,5 Schaden an Tolianer. Dann hätten wir eine wirksamere Waffe für Tolianer. Das mache ich jetzt auch noch. Allerdings zeige ich euch nur einen Teil der Quest. Weil ich möchte die Aufnahme nicht mehr als nötig überziehen. Jo, leicht, das ist dann Camp Alpha offensichtlich. Camp Alpha bitte. Aktiver Ramazug, achso gut, ich habe wohl irgendwie da drauf geklickt oder nicht. Achso, vom Schiff runtergebeamt und dann, ja, alles klar. Muss man nochmal draufklicken. Gut, wie merke ich mir jetzt den Weg hier? Schaut ja alles irgendwie so gleich aus. Und wovon ernähren sich eigentlich die Tolianer? Das ist mir jetzt gerade völlig schleierhaft. Von Kristallen? Die wachsen doch nicht nach. Also die Dinger, die blinken. Ich habe es mir gedacht, dass die das sind. Ja, dann sabotieren wir die mal. Ich nehme an, dass wir gleich angegriffen werden. Ja, das dachte ich mir. Das ist ja völlig logisch. Gut, eine große Schildladung. Und wie viele muss ich davon sabotieren? 10, ja, das geht ja eigentlich. Ja, schön, dass der mir zuvorkommt. Aber der gehört mir. Stehen ja genug rum. Kein Grund, deswegen zu streiten anzufangen. Trotzdem. Den nächsten, den würde ich jetzt ihm lassen. Ein bisschen Teamarbeit leisten. Oh je, sind das jetzt plötzlich viele. Da ist noch einer. Hoffentlich kriege ich den umgerupft. Muss er nicht jedes Mal kämpfen? Ist aber eine angenehme, einfache Aufgabe. Und solange es die Lithium bringt und Nukara-Marken. Geht eigentlich auch ziemlich schnell. Ich denke, da mache ich jetzt nicht mit der Pause-Taste rum. Oder hängt da noch was drin? Nee, ich brauche eigentlich nur 10 Stück. Ja, das sollte doch zu machen sein. Den lasse ich jetzt ihm. Aber der da gehört jetzt mir. So,
Und du wärst besser nicht hier lang gestiefelt. Was macht der denn? Der macht wahrscheinlich schon die nächste Quest. Schaut aus, als ob der Kristalle schifft oder so. Und? Angriff? Also wenn die sich von Kristallen ernähren, leben sie eigentlich auf einer sterbenden Welt, weil Kristalle ist nicht unendlich verfügbar. Aber ich sehe hier sonst nichts, was irgendwie essbar ausschaut. Die Hälfte haben wir schon. Ich glaube, da will ich noch nicht hin. Also wieder zurück und im Eingangsbereich nach Vorrichtungen suchen. So, du bist jetzt fertig. Der steht noch nicht zur Verfügung. Ich helfe dir mal ein bisschen. Auweia, das kracht. Eieieiei. Gut, die Vorrichtung gehört auch nicht mehr. Kann ich das machen? Oder... Nee, stört mich nicht. Sehr schön. Jetzt fertig. Langsam wird es ein bisschen, werden sie seltener, diese Vorrichtungen. Wenigstens die unbenutzten. Gut, noch drei. Hervorragend in der Zeit. Bis jetzt sind wir meiner Eieruhr gemäß bei ungefähr 28 Minuten. Ah, da ist noch eine Vorrichtung. Sehr schön. Verletzt übrigens. Ja, auf diese Dyson-Aufgaben bin ich ja auch mal gespannt, aber die kann ich nicht aus irgendeinem Grund noch nicht annehmen. Irgendwie fehlt mir da noch eine Voraussetzung. Dann gibt's noch das Diplomatenkorps. Aber da konnte ich ja neulich auch nichts annehmen. Ui, kritischer Treffer, sehr schön. Irgendwie brauchen diese komischen Vorrichtungen ewig, um zu respawnen. Oder respawnen die am Ende gar nicht. Man braucht also wirklich 10. Das ist auf jeden Fall ein Techniker, dem Turm nachzuurteilen. Der letzte. Hab ich mich verzählt oder was? Bumm, jawohl.
Und der letzte. Gleich gibt es wahrscheinlich wieder einen Kaderhaken. Jawohl. Sehr schön. Wie viel habe ich denn jetzt? Wahrscheinlich so um die 140 rum. Oh, nette mal. Wie komme ich runter? Ja, weil der vorhin so viel gebracht hat. Aber 360 Dilithium. Supi. Gut. Hier stoppe ich mal die Aufnahme. Ihr habt gesehen, worum es hier geht. Wir werden uns bestimmt hier noch öfters einfinden. Aber für den Moment war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.